So, wir sind jetzt fast am Ziel bei unserem Hotel. Allerdings habe ich mir überlegt, ich fahre jetzt doch, ist ja jetzt wieder trocken, den Riedbergpass nochmal. Und ja, ich nehme euch mit. Die zwei Jungs hängen auch noch hinten dran. Der dritte dreht lieber noch eine Runde woanders hin. Und ja, wir hoffen mal, dass das da hinten noch ein bisschen hängen bleibt. Zumindest bis wir vom Pass zurück sind. Und ja, dann passt das. Dann habe ich den Pass von beiden Seiten mal für euch. Vielleicht auch nicht verkehrt. Jetzt gleich nach Ober- und Meiselstein. Dort beginnt direkt der Riedbergpass dann. Geht es auch kurz durch eine kleine Baustelle. Und dann geht's los. Ja, mein Resümee zum Ende der Tour. Fahren ja morgen Sonntag. Werden wir nicht mehr fahren, das wird uns zu stressig. Wir werden morgen früh noch schön frühstücken, die Sachen packen, aufs Moped laden, das hier genau, aufs Moped der Anhänger laden, genau, die Mopeds auf dem Anhänger laden. Und ja, wollen wir hier vielleicht noch mal Touristenkrempel angucken, mal gucken, je nachdem, wozu wir noch Lust haben. Ach, Navi. So, hier geht es jetzt in die Baustelle rein. So, und hier beginnt der Riedbergpass. Das hatte ich euch ja schon mal als Foto gezeigt. Ich denke mal, die zwei werden gleich an mir vorbeischießen. Aber können sie ruhig machen. Ihr seht, da geht es schön hoch. Schön eng um die Kurven rum hier. Ach, ist das herrlich.
gerade mal ein bisschen aufmachen. Bisschen Frischluft hier. Hab ja gesagt, die brauchen nicht lang. Ja, ich mach sowas nicht. Ich meine, wenn ich die Strecke nicht kenne, dann blase ich hier nicht lang wie ein Geistesbekloppter. Geisteskranker. Oder völlig bekloppter. Können die machen, die wollen. Ich fahre hier ganz gemütlich mein Tempo. Weg sind sie. Sie waren nicht mehr gesehen. Tut mir leid für die Windgeräusche, aber ich brauche ein bisschen Frischluft. Versuche mit meiner Linie schön auf meiner Seite zu bleiben. Das ist für mich eher ein bisschen Training jetzt hier, wo ich euch einfach mal mitnehme. Mir geht es jetzt schnell, mir geht es ja darum, schnellstmöglich hier rumzukommen. Sondern mit einer sauberen Linie. Ah, schön. Riedbergpass. 14:09. Jetzt sind wir hier bis nach Balderschwang runter. Damit wir ihn komplett haben. Der ist halt so richtig schön hier geschwungen. Kann man schön rüber, rüber. Das ist sowas, was mir Spaß macht. Hier kommt jetzt wieder eine blinde Kurve, die macht dann zum Schluss auch ein bisschen zu und dann gleich wieder auf und wechselt zur anderen Seite.
das war jetzt keine saubere Linie. Es war zu weit auf der Gegenfahrspur. Ihr macht so schön zu. Ziemlich gefährlich die Stelle. Hier kann man noch mal kurz aufdrehen. Muss aber ziemlich schnell wieder runterbremsen, weil die hier dann umliegt. Ja. Hier lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen rollen. Da waren sie, die zwei. Das war's von der einen Richtung. Ach ja, sieht schon geil aus, allein schon wie es da hoch geht. So, fahren wir mal retour. Jetzt da, stehen da, ja, da kommen wir vorbei. So, dann wieder auf ins Kurvengetümmel. Ein bisschen aufmachen. Tut mir leid, Leute, für die Windgeräusche. Ach, dieses Panorama da dabei. Ich mag so eine Strecke zu Hause haben. Heute Abend ist auch relativ wenig los, keine Ahnung warum, finde ich aber schön. Ach, so ein kleiner Pass ist doch echt herrlich. Das direkt vorm Hotelzimmer. Hier oben ist jetzt 60, weil die Parkplätze sind noch gerade. Ihr seht jetzt auch extra Schilder. Motorradfahrer Unfallstrecke. Das ist auch wirklich so. Ihr schmeißt es einen ratzfatz.
machst du jetzt hier? Ja, da ist schon wieder einer Öl hingekippt. Uiuiuiuiui. Ihr seid hier nicht alleine, Leute. Hier staucht es einen immer so ein Stückchen zusammen, weil da so eine Bodenwelle drin ist. Ich will hier zusehen, dass ich wirklich auf meiner Spur bleibe. Nicht wie die zwei anderen, die platzen ja über beide Spuren. Weil man muss immer mit rechnen, dass mal was entgegenkommt. Dafür muss man halt auch ein Stückchen langsamer machen hier und da. Und rum um die enge Luzi. Und rum. Junge, macht die Scheiße hier Bock, echt. Also sowas gefällt mir ja wesentlich besser wie die Spitzkehren, wo die auch Spaß machen. Da sind sie wieder, die Jungs. Ja, der Fezi, das macht richtig Spaß, echt. Und rum mit dem Arsch. So, jetzt sind wir wieder bei der Baustelle angekommen. Servus. Also eine richtige Strecke für euch, ja? Wunderbar. Hallo meine Lieben. Ich bin's noch mal kurz. Ich wollte mich noch von euch verabschieden. Von der Allgäu-Tour 2018. Der Himmelfahrtstour von unserer Truppe. Es waren drei mega geile Tage.
Und für mich steht fest, hier geht's wieder her. Wir haben richtig schöne Touren gefahren. Klar, Hotel war klasse, das Essen war super, die Zimmer waren top. So ganz komme ich immer noch darauf klar, dass es schon vorbei ist. Es war einfach saugeil. Die Gegend hier ist ein Traum. Dir kommt mir nochmal entgegen, der fährt anscheinend auch nochmal der Riedberg. Die Gegend hier ist ein Traum für jeden. Ich war vorher nie so der Fan von Bergen. Aber inzwischen, Leute, was soll ich sagen? Mich hat's geflasht und zwar richtig. Ich meine, guckt euch das hier an. Das ist ja wohl einfach der absolute Burner. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr Unterkunft sucht. Die Pension Forelle in Obermeißelstein eignet sich wirklich super als Startpunkt für Touren. Es ist ein Tourenfahrerhotel und wirklich super Essen. Der Besitzer hat ein kleines privates Museum, viel Motor Guzzi dabei. Richtig schöne Modelle. Ich knall euch zum Schluss noch mal ein paar Fotos mit dran. Ich kann absolut eine Empfehlung aussprechen. Kommt her, hier seid ihr herzlich willkommen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch aus dem Allgäu. Liebe Grüße, euer Röntreiber. Tschüss. Wie ihr seht, wir haben Garagen, wo wir parken. Tschüss.